Tja, was will ich euch zeigen? Die zwei Eselchen? Nein, schaut mal. Wow! Nutella Plant-Based von der Firma Ferrero mit einem grünen Deckel. Ich bin gerade in Frankreich für 4,09 Euro. Konnten wir dieses Glas im Laden erwerben. In Deutschland wird es das geben ab Januar 25. In Italien gibt es das wohl auch schon. Also ein neues Produkt. Ich finde, die Firma Ferrero hat sich echt Zeit gelassen, eine vegane Alternative herauszubringen. Es gibt schon viele Firmen, die tolle Produkte herausgebracht haben. Vegan approved steht da. Sonst ist alles wie Original Nutella, nur ohne Elend. Schauen wir mal auf die Zutatenliste. Was steht denn da jetzt? Okay, ich übersetze mal. Ingredients, Zutaten. Zucker, Palmöl. Na, das gefällt mir schon gar nicht, dass da Palmöl drin ist. Da hätten sie wirklich etwas anderes nehmen können, das nachhaltiger ist. Nüsse, Poischicks, das sind Kichererbsen. Kakao, Magerkakao. Ist der fair gehandelt oder nicht? Reissirup, Lecithin aus Soja, Salz und Aromen. Dann steht da noch ein Warnhinweis für Allergiker, dass hier quasi in dieser Fabrik auch Milch verarbeitet wird. Aber es hat ein veganes Siegel, dieses Produkt. Es ist vegan. Für mich kommen ja Kindheitserinnerungen hoch. Aber ich finde, hey Ferrero, zu spät und zu lausige Zutaten. Es gibt Geileres. Aber ich habe es probiert, es schmeckt so wie damals. Ja? Was sagt ihr dazu? Haut mal in die Tasten und schreibt mir einen Kommentar. Ich meine, ihr wisst ja noch nicht, aber freut ihr euch darauf? Oder sagt ihr, nee, ich kaufe lieber meine Dattel-Schoko-Creme Fairtrade gehandelt ohne Zucker und Fett? Oder welches ist eure geilste Nutella-Alternative? Das würde mich mal interessieren. Okay, das war's für heute. Nur dieses Glas Nutella plant-based. Ich finde, das war ein extra Video wert. Macht's gut. Ciao.